Müde nach dem Essen von Kohlenhydraten, das kannst du tun in diesem Video. Wir kennen es alle, eigentlich fühlen wir uns hungrig und schlapp und möchten deshalb etwas essen. Doch nach dem Essen stellen wir fest, dass wir uns jetzt noch viel müder fühlen als vorher, ja, und fallen quasi in ein Loch. Was du dagegen tun kannst, inklusive drei Tipps und worauf es genau ankommt und worauf ich Wert lege, erfährst du genau in diesem Video. Als erstes müssen wir aber verstehen, wie wir Kohlenhydrate überhaupt aufnehmen und verstoffwechseln. Dabei wird uns gleich auffallen, dass der Vorgang der Kohlenhydrataufnahme uns mehr Energie kostet, als es uns bringt, temporär. Die Energie, die wir dann aus den Kohlenhydraten erlangen, steht aber erst zeitversetzt zur Verfügung, also später, um das vorherige Energiedefizit auszugleichen. Das beschreibt exakt den Moment, wenn man sich müde nach dem Essen fühlt. Von stark kohlenhydratreichen Lebensmitteln, ja, dazu zählen vor allen Dingen Reis, Kartoffeln, Brot, Haferflocken und so weiter. In der Glykolyse, so heißt der Vorgang, in dem Zucker gespalten wird und bei uns quasi in den Zellen, genau im Zytoplasma, in das ATP umgewandelt wird. Ja? Das heißt, der universelle Energieträger bei uns im Körper. Ja? Genau genommen 38 Stück von dem ATP werden generiert aus einem Molekül Glucose. Ja, wie gesagt, ATP ist der universelle Energieträger in unserem Körper. Wenn wir von Energie reden, meinen wir immer ATP. Ja. Und zur Generation von ATP brauchen wir vorzugsweise Kohlenhydrate oder auch Fett. Damit dieses Zuckermolekül aber in unsere Zellen gelangt, muss es erstmal in den Darm aufgenommen werden. In den Darmzellen, genau genommen die Enterozyten, ja, sind aber fettlösliche Membranen davon, die sie umgeben, umschlossen. Ja. Zucker ist aber wasserlöslich, daher muss die Glucose durch einen bestimmten Kanal durchgeführt werden. Denn die Glucose kann nicht einfach so in die Zellen. Dieser Transporter heißt SGLT1. Ja. Das S steht hier für Sodium und Sodium heißt, richtig, Natrium. Wieso ist das relevant? Da in der Zelle mehr Glucose ist als im Darmlumen, wird die Glucose aus dem Darm nicht einfach in die Zelle hineindiffundieren oder hineinfließen. Denn dafür braucht es immer ein Konzentrationsgefälle. Daher braucht der Körper etwas, wo die Konzentration im Inneren der Zelle niedriger ist als im Darmlumen. Und das ist Natrium. Es werden zwei Atome Natrium pro einem Molekül Glucose in die Darmzelle hineingeschleust. Jetzt kommt was sehr Wichtiges. Doch Moment, wenn wir immer zwei Atome Natrium mit aufnehmen, dann muss es ja irgendwann im Inneren der Zelle mehr Natrium sein als im Äußeren, das heißt im Darmlumen. Und dann kann es ja nicht mehr weiterfließen zum Konzentrationsgradienten. Und jetzt kommt der Grund, wieso du müde wirst nach dem Essen. Das Natrium muss unter ATP, also unter Energieverbrauch, mühselig wieder hinausgepumpt werden. Ja, über die Natrium-Kaliumpumpe, also ATP-Asen auch, ja. So. Die drei Natrium rauswerfen und zwei Kalium reinbringen. Nur so kann gewährleistet werden, dass der Konzentrationsgradient aufrechterhalten bleibt und dadurch der Sekundäraktivtransporter auch Glucose in die Zelle hineinbringen kann. Fassen wir zusammen, bevor die Tipps kommen. Damit Zucker in Form von Glucose, denn Glucose kann nur aufgenommen werden, das ist die kleinste Einheit quasi, muss Folgendes passieren. Ja, dieser Vorgang ist energieintensiv, denn es wird Energie in Form von ATP verbraucht. Ja? Wir müssen zunächst Energie verbrauchen, um die Glucose bei uns in die Zellen quasi nachhaltig hineinzubekommen. Ja? Denn die Glucose kann nur über einen Natrium-Synporter in die Zelle gelangen, der nur aktiv bleibt durch die Natrium-Kaliumpumpe als Antiporter, die das Natrium wieder hinausbefördert, ja? Sodass immer weiter Glucose eindringen kann aufgrund des Natrium-Konzentrationsgefälle. So. Was kann man jetzt dagegen tun? Tipp Nummer 1. Wähle den richtigen Zeitpunkt für deine Kohlenhydrate aus. Wir sollten uns überlegen, dass die Kohlenhydrate, die wir essen, einen langen Weg haben, damit sie uns Energie liefern. Zum Beispiel beim Sport oder sowas, ja. Oder diese Videos hier zu machen, ja. Über die Nahrung geht es in den Darm. Zerkleinert wird die Glucose von Enzymen über die Darmschleimhaut in das Blut hinein zu dem Zielgewebe und dort über die Glykolyse, den Zitratzyklus, die Atmungskette
in die Mitochondrien quasi zu ATP, Wasser und CO2 verarbeitet. Dort endet die Reise, jetzt hast du erstmal deine Energie. Also es ist ziemlich langwierig, ihr merkt, ja. Daher sollte man nach einer Kohlenhydratmahlzeit seine Aktivität so planen, dass man dem Körper Zeit gibt, bis die Glucose ankommt. Weiter sollte man das Timing sich genauestens überlegen, denn mittags ist man meistens am aktivsten. Daher sollte man die Kohlenhydrate eher auf den Abend legen, wenn man weniger Tätigkeiten nachgeht. Kohlenhydrate werden als Glykogen in Muskeln und Leber gespeichert. Ja? Daher kommt der Körper auch sehr gut ohne eine gewisse Zeit aus. Und man muss nicht alle 3 Stunden Kohlenhydrate essen. Ja? Wie mache ich es? Daher esse ich zum Beispiel morgens nur gekeimte Saaten mit Beeren und Joghurt und mittags keine Kohlenhydrate, da sie mich sonst ebenfalls auch müde machen. Wenn ich Videos zum Beispiel für YouTube machen muss oder vor allem auch für Instagram, da bin ich noch viel aktiver übrigens als hier, ja, wer mir da folgen möchte, da heiße ich Patrick Strohbach. Oft esse ich aber auch mittags einfach gar nichts. Das ist sehr oft. Ich esse eigentlich nur 2 Mahlzeiten am Tag. Aber wenn, dann esse ich sowas wie Avocado, Salat und Tempeh, sowas in die Richtung, ja? So. Tipp Nummer 2. Es gibt gute und weniger gute Kohlenhydrate. Ein genereller Trick ist es aber, auch die Kohlenhydrate zu keimen. Wie wir es eben tun von Puracell in unserem Shop, ja? Denn dann macht man quasi einen Quantensprung, ne? Denn die Verdauungsenzyme muss man nicht mehr selbst produzieren, denn die Verdauungsenzyme werden quasi schon gebildet in den einzelnen Saaten im Keimprozess, ja? So. So werden bereits die Makromoleküle abgebaut, ja, in ihre aufnehmbare Zustandsformen, wie zum Beispiel Fette in Fettsäuren, Kohlenhydrate in sogenannten Zuckern, ja, und so weiter. Dazu habe ich ebenfalls schon vor 5 Jahren ein Video gemacht, das blende ich hier mal kurz so ein bisschen nebenbei ein, ja. Des Weiteren sollten, boah, lange mache ich das schon, holy crap. So, des Weiteren sollten Kohlenhydrate, die mit zu viel gesättigten Fetten oder Transfetten, ja, verarbeitet werden, gemieden werden, wie zum Beispiel Pommes, ja. Denn die Nahrung, der Nahrungsbrei liegt dort sehr viel länger im Darm und bremst uns noch weiter aus, wenn wir eigentlich schon wieder weitermachen wollen. Bereite deine Kohlenhydrate nur mit Wasser zu, zum Beispiel Kartoffeln eher kochen statt frittieren. Tipp Nummer 3. Man kann die Verdauungssäfte durch Bitterstoffe anregen, sodass dieser Vorgang, ja, quasi abgekoppelt passiert von dem, wenn wir die Nahrungskarenz enden. Ja. So verteilt sich die Produktion von Gallensäure sowie auch Pankreasenzymen auf einen größeren Zeitraum und kostet dich weniger Energie auf einmal. Ja. Dein Energieloch fällt so kleiner aus. Das kann man mit Tee sehr gut erreichen. Es gibt verschiedene Kräutertees, die diesen Zweck sehr gut erfüllen. Ich kann euch da zum Beispiel das unabhängige, laborgetestete Bio-Sortiment von Puracell sehr ans Herz legen. Das ist das, was ich zum Beispiel auch mehrmals die Woche quasi mir zuführe. Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, du konntest wieder sehr viel lernen. Wenn das so ist, dann folge mir sehr gerne auf Instagram, Patrick Strohbach. Und abonniere auf jeden Fall sehr, sehr gerne, denn nur dann bekommst du auch mit, wenn das nächste Video auf dich wartet, um dich wieder weiterzubilden. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schau sehr gerne auf puracell.de vorbei. Dort kannst du mich für meine kostenlose Arbeit unterstützen. Dankeschön und bis gleich auf puracell.de.